Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich habe hier bereits das neue Honor 9 Smartphone und wenn dieses Video online geht, dann sitze ich gerade in Berlin auf der Europa-Präsentation von dem Gerät. Ich komme nämlich gerade von einem Honor NDA-Event, wo einigen Pressenasenbären bereits die Geräte ausgehändigt worden sind. Die dürfen dann aber halt bis zum Event noch nichts veröffentlichen. Jetzt weiß ich auch mal, wie das ist. Wobei, ganz ehrlich, beim Honor 9 ist es jetzt ja nicht so, denn vor 2 Wochen, ja, 1,5 Wochen, wurde das Gerät bereits in Asien vorgestellt. Das kennen wir ja so von so vielen Honor-Geräten. Da ist jetzt nicht wirklich wieder was Geheimnisvolles oder sowas. Die Specs sind bekannt. Wir wissen einfach, dass es ein leicht minimal verändertes, leicht abgespecktes Huawei P10 ist. Zu einem günstigeren Preis. Kostet in Deutschland 430 Euro. In den ersten 2 Wochen gibt es wieder 30 Euro Cashback, also 400 Euro. Damit dann der gleiche Startpreis wie damals beim Honor 8. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt. Gut, ich hatte das Gerät natürlich auch in den Pfoten von der Verpackung. Das ist die fertige Verkaufsverpackung, vorne Honor 9. Ich habe die Farbe Silber. Eben konnte ich aber auch schon Blau bestaunen. Und auch wieder Blau sieht dieses Jahr wieder sehr verlockend aus. Aber auch Silber war ziemlich cool. So, Daten auf der Unterseite. Na, sagt uns jetzt nicht wirklich viel. Packen wir den, also machen wir es mal, rütteln wir es mal auf. Ja, kommst du wohl her? Achso, ich wollte fast sagen, es kippt sich doch. So, und jetzt rechts haben wir das Telefon, einmal in Folie, die schon leicht verknüttelt aussieht. Aus dem einfachen Grund, denn die Presseleute, beziehungsweise die Agentur oder vielleicht auch Honor selber, guck mal hier, das Gerät ist nämlich schon eingerichtet, damit man da auch eben direkt schon rumspielen konnte. Wir gucken aber trotzdem erst noch, was ist in der Verkaufsverpackung. SIM-Card-Tray, irgendwas, Batterie, Anleitung, Ladegerät und unser Datenkäbelchen. Na, wie kriegen wir dich denn raus? Achso, einfach als kompletten Block raus. Aufklappen. Dann lesen wir hier auch nochmal Honor. Das würde mich jetzt aber auch interessieren, ob die blauen Versionen oder die andersfarbigen Versionen dann immer den Honor-Schriftzug in anderen Farben haben. So, wir haben weißes Zubehör, wo ich sage, bei einer silbernen Version weißes Zubehör geht eigentlich in Ordnung. Unser normaler Huawei gebrandeter USB-Lader mit 9 Volt 2 Ampere, also 18 Watt. Ja, das Ding kann auch Supercharge. Ein graues USB-Normal auf USB Type-C. Freut mich ja sehr, dass man hier jetzt wenigstens nach wie vor auf USB Type-C setzt. Damals, glaube ich, das Honor 8 war, glaube ich, mit eines der ersten Geräte aus dem Huawei-Konzern, was bereits auf USB Type-C gesetzt hat. Ansonsten ist jetzt hier nichts und in dem Schächtelchen liegt keine deutsche Anleitung bei. Ein SIM-Card-Opener, ja, also deutsche Papiere fehlen hier leider. Aufkleber gibt es ja wahrscheinlich auch nicht. Und wir kriegen wieder eine Plastikgummi, durchsichtige Rückseiten, also Case dazu. Denn, das kann ich euch nämlich jetzt auch zeigen, Silber ist nämlich shiny. Und das sieht schon richtig, richtig krass aus. Also das muss man Honor wieder lassen. Das Silberne, gut, das wird jetzt nie wieder so sauber aussehen wie jetzt, denn das zieht Fingerabdrücke an wie Hulle. Aber auch die blaue Version, die es dieses Jahr gibt, das ist farblich wieder was, wo ich sagen kann, huiuiui, das sind auf jeden Fall Geräte, die ziemlich cool auffallen. Ihr seht es auf der Rückseite, wir haben wieder Doppellinsen, aber hier steht zwar auch was von Dual Lens und Hybrid Zoom daneben, hier steht aber nichts von Leica. Leica-Kooperation, auch dieses mit dem Namen werben, das ist den Huawei Flagships der P-Serie vorbehalten. Ansonsten kommt auch hier zum Einsatz Kirin 960, 4 GB RAM. Wir haben ein minimal größeres Display als beim P10, nämlich 5,15 Zoll Full-HD-Auflösung und leider nur eMMC-Speicher. Ja, bei den P-Serien hat man wenigstens die Chance auf den schnelleren UFS-Speicher. Es fällt, guck mal, ich zeige es euch mal so. Altes Gerät, Home-Button auf der Rückseite und es war sogar dieser Magic-Button, man konnte ihn drücken. Jetzt ist das Design auch hier leicht geändert worden. Man zieht den Home-Button auf die Vorderseite, kann aber auch nicht gedrückt werden. Also es ist nur so ein, ich kann ihn halt nicht drücken, ich kann ihn nur tippen. Dafür haben wir aber rechts und links kapazitive Tasten neben dem Button. Das bedeutet keine Onscreen-Tasten und wir haben richtige Sensortasten. Und wenn es dunkel ist, dann leuchten die auch so und dann sieht man da so ein kleines Pünktchen. Das hat mich auch schon mal sehr gefreut. Ansonsten, ne,
Klar, der Button wandert jetzt auch nach vorne, ist ein bisschen blöd, aber was schön ist, was ich den Honors nach wie vor gebe, die haben wenigstens noch so ein eigenes Design. Das hier könnte auch ein iPhone sein, aber die Honors bleiben ihrer Linie zumindest auf der Rückseite, auch leicht abgerundet jetzt, ein bisschen treu. Ich finde, sieht es von der Seite aus, dadurch, dass die Rückseite gebogen ist, nicht die Vorderseite, ist das sehr ähnlich einem Samsung Galaxy S6. Nicht dem S7, dann wäre es ja auch vorne gebogen, aber hinten gefällt, also ist sehr S6-mäßig, wie ich finde. Ansonsten Micro-USB, aber nur mit USB 2.0 Geschwindigkeit. Kopfhörereingang ist immer noch verbaut, Lautsprecher unten. Die machen hier nichts mit beiden Lautsprechern. Nein, 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 Ton kommt nur unten aus dem raus. Und eine Sache, die mich sehr freut, wir haben nach wie vor einen Infrarotport oben. Also, wer darüber Geräte bedienen will. Ansonsten 64 GB Speicherplatz, keine Dual-SIM. Wir können aber hier noch eine Micro-SD-Karte mit reinschieben. Und das war's. So, damit bin ich einmal durch, rund ums Gerät. Und ich kann ja so viel schon mal sagen, ich habe ja eben schon mal 2 Stunden damit rumgespielt. Macht einen netten ersten Eindruck, wobei ich auch wieder sage, die Sache, die mir im Vergleich zum PC am allermeisten fehlt, ist natürlich jetzt auch so eine Sache, ne, kostet jetzt so 100 bis 150 € Unterschied. Was ich hier aber ein bisschen vermisse, ist leider kein OIS, kein optischer Bildstabilisator. Das wird hier über Software gelöst und das aber auch nur bis Full-HD-Aufnahmen. Das heißt wieder hier 4K. Ich filme wieder mit 256er Codec. Ja, alles nett und schön, wenn man es denn nutzen will und kann, aber keine Bildstabilisation. Also so Video in der Videomaschine sehe ich es noch nicht. Fotos, was ich damit schon gemacht habe, sah schon mal vernünftig aus. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Achso, und damit ihr noch die Hülle gesehen habt, ne, um euch vor Fingerabdrücken zu schützen, dann ja, gut, da sind natürlich jetzt schon die Fingerabdrücke auch drauf. Aber ich kann so viel sagen, Silber sah schon mal sehr interessant aus. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!